Ich habe Angst. Den ganzen Tag heute tut mir schon meine... Also ich hatte ja die Session bei dir gebucht und ad hoc tat meine linke Beckenhälfte total weh, so dass ich teilweise humpeln musste. Oh ja. Und das Gefühl ist jetzt auch wieder so ein bisschen da. Gut, dann spreche die Beckenhälfte an. Ja, warum habe ich denn dieses komische Gefühl da am Becken? Kann ich da jetzt mal ein Bild zu haben? Kannst du dem Körper zittern sagen, soll sich umsetzen in ein Symbol, in einen Raum, in ein Bild. Ja, okay, dann zittern setz dich mal um in ein Bild. Also, ich glaube, ich bin da wieder bei dem Bild, bei dieser Session, die ich mit Tina hatte. Okay. Also das war so, also dass der Tod da war und mir was zeigen wollte, weil er gesagt hat, er ist mein Tod. Oh ja. Und wir waren oben wie so an einem Dachfenster und haben so in ein Zimmer reingeguckt. Und das war, ist ein Schlafzimmer und da ist ein Bett und vergreift sich halt einer an ein Kind, also an mir. Geh ein bisschen dichter ran. Dein Körper ist schon in Kontakt, sonst würdest du nicht so zittern, ist richtig. Ich versuche da gerade runter zu gehen, also von dem Fenster runter in diesen Raum rein. Ich liege da und ich bin wach, also das letzte Mal war ich tot. Also der Typ liegt auf mir drauf. Dann kommt auch gleich so ein Anflug von Angst und auch also Bauchweh. Mhm. Gut, du könntest natürlich auch als von heute da hinzugehen, also so, dass du die Szene ein bisschen aufbrichst. Guck mal, wer es ist, was er sagt, wie er reagiert auf dich, wenn du auftauchst. Also jetzt ist er eher wie so eine ganz schwarze Gestalt und er hat seine Hand an meinem Hals. Und du bist ganz schwarz. Ich kann gar nicht richtig genau erkennen, wer du bist. Zeig dich doch mal. Ja, wenn er seine Hand an deinem Hals hat, heißt ja nichts anderes, wie der hat dich natürlich umgebracht. Also energetisch getötet und es drückt sich einfach so aus, symbolisch. Mhm. Du kannst ihm quasi mal so die Maske runterreißen, weil dann tust du etwas, dann muss er reagieren. Also er guckt mich ein bisschen verwundert an, so. Das war der Freund von deinem? Ja, von meinen Eltern. Ja. Ich finde das irgendwie scheiße, was du da machst. Du liegst da auf mir drauf. Also und ich bin 4 Jahre alt. Ja. Und du bist ein erwachsener Mann. Ja. Und zeig ihm, die Kleine ist schon tot. Die ist schon draußen aus dem Körper, die hat Angst. Und dann zeig mir sogar nochmal, dass du heute zitterst. Das heißt also, 20 Jahre später, dass du immer noch zitterst. Ja, und schau mal, wie ich zitter. Mein ganzer Körper zittert. Ich kann das gar nicht aufhören. Und mir ist arschkalt. Ja. Ich fühle mich wie ein Eisklotz. Ja. Und meine linke Beckenhälfte tut weh. Also ich merke, dass du mich verwundert anguckst, aber ich nehme noch irgendwas total Grimmiges an dir wahr. Irgendwas total Bedrohliches. Du könntest natürlich rumdrehen, du könntest diese Energie, die bei ihm merkst, nehmen und könntest ihn mit deiner Energie so anpowern, so dass er runtergeht, dass er aufhört. Also du bist jetzt noch viel zu so sanft, deshalb ist er nur verwundert. Wenn du mit deiner Energie stärker wirst, muss er schwächer werden, weil es ist ja letztendlich deine Energie. Er ist ja deine Energie in deinem Kopf. Ja. Also wenn du sagst jetzt, runter mit dir! Ja. Ja? Also leg mal richtig Energie rein, dann muss er heftig reagieren. Ja. Das muss nur energetisch was passieren. Ja. Okay, geh runter! Also er guckt jetzt ganz verwundert, sieht genau. Witzig. Also, damit du einfach genau siehst, es ist deine Energie, die das verändern kann. Also geh mal rein, spür das mal und dann schau mal aus deinen Augen heraus und dann sag es nochmal zu ihm. Meine rechte Beckenhälfte tut jetzt auch schon weh, jetzt tun beide Seiten weh. Und deine Stimme zittert auch noch ein bisschen. Guck mal, das ist wieder bewusster. Mein Becken tut weh! Ja, genau. Ja, ideal wärst, du gehst in deinen Körper rein, spürst das alles und dann sagst du runter. Dann müsst ihr runtergehen.
Also mein Atem ist ganz kurz. Ja. Ich kann gar nicht richtig tief einatmen. Ja, dann spür mal sogar das Gewicht noch von ihm auf dir. Ich kriege gar keine Luft mehr. Ja. Ich kann gar nicht mehr richtig durchatmen. Ja. Und ich habe Angst vor dir. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Atem steht still. Ich muss richtig bewusst atmen. Also ich bin jetzt gerade so an der Grenze. Also wenn ich mich wirklich da aufhalte, dass mein Atem stillsteht, ja, komme ich so an die Grenze, Panik zu kriegen. Ja. Aber ich versuche da weiterzugehen. Weil das ist das Gefühl, was du als Kind hattest. Absolute Panik. Und du kannst mal gucken, ob du diese Panik vielleicht sogar mit einem Ton rauslassen kannst. So eine Lokomotive, so wie so ein Dampf ablassen. Aber an ihn adressieren. Also schau ihn an dabei und guck mal, ob du nicht einen Ton machen kannst. Dann würdest du dir hier rauslassen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Du machst mich völlig handlungsunfähig. Und ich krieg schon gar keine Luft mehr. Ich kann gar nicht richtig Luft holen. Mann! Ah! Experimentier einfach mal. Mann, mein Becken tut weh und ich will, dass du von mir runtergehst und dass du mich in Ruhe lässt. Ich bin 4 Jahre alt, Mann! Guck doch mal, wie sie aussieht. Sie hat total Angst. Sie ist fast tot. Sie kriegt keine Luft mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich gar nicht richtig ernst. Mann, hör mir zu! Ich habe Angst vor dir. Du vögelst mich fast zur Tode. Reißen wir mal die Kleider runter, also hau ihn doch mal auf sein Gewand, auf sein schwarzes, damit er mal demaskiert wird. Genau, zeig dich mal, du Feigling! Mein Becken tut weh, Mann, du Sau, jetzt zeig dich! Und sei nicht so feige! Ein Haut vor dein Gesicht sehe ich jetzt schon mehr und ich krieg auch gleich noch mehr Angst vor dir, weil du so ein Monster bist! Du machst mir Was lässt dich innehalt? Was passiert da in dir? Ist das Resignation? Hörst du dann auf oder was ist los? Nee, ich bin einfach so hilflos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ich will da rein und ich. Mann, ich will doch mutig sein und da rein, Mann! Ich will die Scheiße einfach loswerden. Ja. Aber weil es so langsam geht, ich hab das Gefühl, du bist zu groß und stark und ich komme überhaupt nicht gegen dich an! Ja. Egal was ich tue! Ich krieg überhaupt gar keinen Kontakt dazu, Mann! Und das macht mich so hilflos, dass ich gar nicht weiß, was ich tun soll. Ja. Guck mal, ob du Kontakt aufnehmen kannst mit diesem 4-jährigen Mädchen. Die müsste dich merken, die müsste dich spüren, dass da außen jemand ist, der was tut. Ich nehme Leben in dir wahr, so. Also als positives Zeichen, als Rückmeldung für mich, dass du merkst, dass ich dir helfe. Dadurch, also ich merke, dass Leben in dir kommt. Okay. So. Ja, kannst du mich genau hören? Ja, also sie ist wie, als würde sie aufwachen, so eine Aufwachphase sein. Okay, gut, nee, aber zumindest funktioniert es. Das heißt also, wenn du Energie auf den Typ lenkst, dann wird sie wach. Und wenn sie wach ist, könntest du möglicherweise in sie reingehen. Es kann sein, dass du vorher gar nicht rein konntest, weil es einfach zu viel war. Ja, dazu muss ich dich noch weiter wach kriegen. Ja, dann musst du. Wach doch mal weiter auf. Ja, du musst den Typ, glaube ich, noch ein bisschen bearbeiten. Ja. Ich hab richtig wie so ein Kloß im Hals wegen dir. Ja. So richtig. Oh. Okay, dann drück das aber aus. Da hängt was fest. Mann, du bist einfach so. Du wirkst so groß und stark auf mich. Und ich habe das Gefühl, du bist so übermächtig. Und ich komme überhaupt nicht gegen dich an. Ich krieg überhaupt keinen Kontakt zu dir. Du bist einfach so riesengroß. Okay. Deshalb geh als heutige Frau dahin und helf dem kleinen Mädchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du machst mich einfach so hilflos. Oder stell dir mal vor, du hast ein Schwert in der Hand und du zerteilst ihn wirklich. Also du musst noch Energie reingeben, weil da hängt so viel Energie fest. Mhm. Ja. Ah! Ja. Ah! Ja. Ah! 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 Oh, es tut mein Becken auch mehr weh. Ah. Jetzt bist du aber drin, das ist super, toll. Es geht ja in die Richtung, jetzt bist du dran. Ah. Jetzt drück's aus, schau ihn an dabei. Ah! Ja. Lass mich in Ruhe! Ja, genau. Ja, jetzt bist du dran. Lass ja. Mich in Ruhe. Ja. Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ah! Warum
mal hin, wie er reagiert. Du guckst schon, aber du machst mir immer noch Angst. Ja. Ich habe immer noch Angst vor dir. Ja. Ich will, dass du ganz weg... Ich will, dass du ganz weg gehst! Ah! Das hat geholfen. Schau mal an, was siehst du? Bleib in Kontakt mit mir. Hey, jetzt guckst du erschrocken. Oh ja. Oh. Ich fühle mich auch ein bisschen erleichtert. Ich habe immer noch Angst, aber ich bin noch ein bisschen erleichtert. Mhm. Adressiere es an ihn. Ah! Ich freue mich, dich fertig zu machen. Und ich habe aber auch noch ein bisschen Angst. Oder die Angst wächst noch. Ah! Scheiß Kinderschänder. Oh, ich krieg Kopfschmerzen jetzt. Geh ihm an die Gurgel. Er ist dir auch in die Gurgel gegangen. Trau dich mal. Kratz ihn mal. Beiß ihn mal. Reiß ihm die Haare. Mach irgendwas. Also egal, das ist alles okay. Er muss spüren, dass da eine Gegenenergie kommt. Dass das nicht geht. Ja, also ich habe irgendwie eine Hemmung, ihn anzufassen. Ja, ist klar. Das ist nichts anderes wie... Du hast noch Angst vor deiner eigenen Energie, weil er ist deine Energie. Ne? Wenn du ihn anfasst, gibt es sowas wie einen Kurzschluss, da passiert irgendwas, ganz klar. Aber das ist schon der richtige Weg. Also wenn es geht, mach's. Ja, okay. Das Gefühl, auch irgendwas zieht mich nach oben, Mann. Ich will jetzt nicht abhauen, verdammte Scheiße! Ja, bleib da. Ich will jetzt hier bleiben, Mann! Ja, bleib da. Ich hab keinen Bock mehr auf Feigling! Also es erleichtert mich, wenn ich zudrück. Ja, dann ist das schon. Das ist gut. Ja. Hast du so ein Kissen für mich, wo ich raufschlagen kann? Ja, klar. Ja, mach das richtig. Kannst alles machen, aber guck hin. Ja, ja, ja. 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 Und die Kleine soll mal gucken, du hilfst dir nämlich jetzt. Ja, du hilfst dir nämlich jetzt. Mhm. Also, er ist total auf dem Boden. Ja. Und... Und er guckt total hilflos, also er hat Angst. Ah, jetzt hat er Angst. Ja, ne? So, jetzt hast du es schon abgerutscht, ja. Also er guckt mich jetzt freundlich an. Ah, wow. Hey, das ist ein gutes Zeichen. Ja, also mich wundert das ein bisschen, dass du freundlich guckst, weil, also ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich... Trau dir noch nicht so ganz, auch wenn du jetzt nett guckst. Dir tun deine Hände weh, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ist klar. Aber wenn er freundlich guckt, dann ist das für mich ein Zeichen, dass die Energie ziemlich draußen ist. Ja. Weil sonst könnte er nicht freundlich gucken. Ja, aber ich traue ihm noch nicht ganz. Ja, dann sag ihm das. Ich traue dir noch nicht ganz. Oh, mir ist doch total kotzübel. Ja, ist klar. So, dann guck nochmal die Kleine an. Wie geht's der? Wie ist die da jetzt? Wie wach ist die? Also die... Sitzt da so. Oh ja. Also der geht's, die fragt sie mal, ob sie sich auch freut. Oder ja, freust du, wie geht's dir denn? Freust du dich auch? Dass du fertig gemacht hast, genau. Also du siehst voll entspannt aus. Oh ja, das ist schon mal super. Jetzt werd dir einfach mal bewusst, guck dir das mal genau an und werd dir mal bewusst, was du überhaupt getan hast. Du hast ein Kind missbraucht. Ja. Du hast dich an einem Kind vergangen. Du bist ein erwachsener Mann. Ja. Und jetzt werd dir verdammt nochmal ganz genau bewusst darüber. Ja. Ganz genau. Und guck dir das ganz genau an, was da passiert ist. Und jetzt guck, ob die zwei Kontakt aufnehmen. Schauen die sich an. Ah, also er geht hin und fällt auf die Knie vor ihr. Ja, das ist super, ja. Das ist doch ein gutes Zeichen dafür. Da ist wirklich was passiert. Sonst würde er das nicht machen. Okay. Und jetzt schauen wir, ob die Kleine damit umgehen kann, wie die das aufnimmt. Also ich habe das Gefühl, du zeigst ihm noch ein bisschen die kalte Schulter. Ja. So ist mein Gefühl. Also sie schreckt nicht zurück, sie bleibt ganz normal so cool und entspannt da liegen. Okay. Aber zeigt ihm noch so ein bisschen die kalte Schulter, so.
Geh mal rein, schon aus ihren Augen heraus, aus der kleinen Vierjährigen, und schau ihn mal an, wie er da vor dir auf der Knie, auf den Knie hockt oder so. Ja, okay. Ja, also ich kann ihn sehen. Und ich sehe auch, dass ich kann dich sehen. Und ich sehe auch, dass es, bei mir ist immer noch kotzübel. Aber ich kann sehen, dass es dir leid tut und dass du dich entschuldigen willst. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch ein Schatten hinter dir steht. Hilfst du mir bei allen Sachen, die ich jetzt noch zu dir bearbeiten muss, hilfst du mir dabei? Weil er kennt die Situation. Er kann dir zu jeder einzelnen Situation dich hinführen und kann dir jetzt wieder helfen, den anderen Teil in ihm, den Schattenanteil, der dich immer noch missbraucht, wenn es noch andere Situationen gibt, ja, nämlich runterzuziehen. Wenn er es wirklich ernst meint und verstanden hat, dann müsste er dir jetzt helfen. Also er nickt, du nickst den Kopf. Gut. Weil die erste Auflösung ist immer die schwierigste, weil die zweite, dritte geht immer leichter, weil das wie so ein Dominosteineffekt ist. Ja. Okay. Mhm. Ja, dann zeig mir jetzt mal die nächste Situation. Dann bring ich mal dahin. Ja. Also den Rainer, der Rainer ist jetzt quasi zweimal da. Einmal jetzt der, der sich erlöst hat über dein Schlagen. Und der müsste ich jetzt in eine Situation bringen, wo er dich nochmal missbraucht. Also wenn es nochmal passiert ist, müsste er diese Situation zeigen. Ja, also er dreht sich um, also nimmt mich an die Hand und führt mich irgendwo hin. Ja. Also er geht so ein bisschen buckelig. Und wir gehen gerade eine Treppe runter. Okay. Sowas wie eine Kellertreppe. Ja. Also ich sehe da jetzt, ich weiß nicht genau, ob das ein Tier ist oder ob ich das sein soll oder irgendwie ein Kind. Also ich sehe jetzt eher was, was so, also die Arme links und rechts an so einen Fleischerhaken aufgehängt ist und die Beine auch. Ja. So auseinander, wie so ein X quasi. Nee, nackt. Nackt. Und ich habe das Gefühl, ja so, ja, als würde man ein Tier häuten so. Das ist ja jetzt symbolisch, aber... Ja, also umso dichter ich da rankomme, ja. Klappt das unten der Unterleib auf und da fällt irgendwie ganz viel raus. Ja. Wer bist du denn? Bist du ich? Bin ich du? Ja, also sie nickt so ganz schwach mit dem Kopf. Kannst ist klar. So, als wenn sie fast das Bewusstsein verliert. Ja, das kann gut sein. Das ist ein tief abgespaltener Anteil. Guck mal hier, das ist jetzt der, den ich jetzt schon erlöst habe. Ja. Und ist das derjenige, der auch dir das angetan hat? Ja, dann hilfst du mir jetzt, das zu erlösen. Ja. Ja, also er nicht ganz klar. Und sag ich ruhig, du kommst aus der Zukunft und du bist für sie da, weil du bist ja sie. Und du bist jetzt stärker, du bist größer und älter geworden und du kommst sie jetzt nach langer Zeit jetzt wieder rückwärts auf der Zeitachse und erlöst sie, damit sie es vielleicht auch versteht, wer du bist und wie du zugehörig bist. Ich will dir jetzt helfen und ich merke, also es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich habe dich jetzt im Arm und habe deinen Körper im Arm und es ist wie, als hätte ich einen toten Körper in der Hand. So. Also ja. Du bist ganz kalt. Und ja, frag mal, ob sie die Kälte ist, die vom Anfang und du jetzt heute Abend gespürt hast. Weil da war die ja auch ganz kalt. Jetzt ja. Hast du die Kälte im Arm, wenn du so willst. Ja, bist du die Kälte, die ich heute am Anfang gespürt habe? Ja. Ja. Was macht dein Becken jetzt? Also jetzt ist gerade nichts. Okay. Die Schmerzen, die ich heute im Becken hatte, wart ihr, also das, was ich jetzt erlöst habe, was ich heute über Tag schon für Schmerzen hatte? Ja, also sind die Bilder, sind das hier, ist das jetzt das gewesen, was ich jetzt gerade erlöst habe? Also da kommt so ja, aber also so wie, da ist noch mehr als mein Gefühl. Ja, ja, da ist auch noch mehr. Ja, dann entschuldige dich auch mal bei ihr, was du ihr auch angetan hast. Ja. Ja, also er geht hin, auch wieder auf die Knie. Also entschuldigt sich auch bei ihr so. Also es geht blitzschnell. Wenn es wirklich angekommen ist bei dir, müsstest du sie energetisch in dich hineinnehmen können. Wenn du sie annehmen kannst, müsstest du sie annehmen können. Also ich kann sie ganz in mir aufnehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe sie jetzt in mir. Genau, super, dann mach das. Ja, ja. Gut. Wenn du es annehmen kannst, kannst du es annehmen, so einfach ist es. Ja. Also ich hab sie auch in mir, so spüre ich, und ich spüre auch so, ja, so ein Gefühl von Stolz. So. Ja. Ich habe sie so. Ja. Und du hast auch überlebt, weil das gehört auch dazu. Ne? Also diese Stolz oder diese Stärke, die auch dazu gehört. Aber das, wir löschen es ja nicht, sondern wir integrieren es ja. Das ist ja diesen Unterschied. Gut, dann lass dir von dem Typ die nächste Situation zeigen. Okay, dann
und bring mich jetzt mal zu der nächsten Situation. Also er nimmt mich wieder an die Hand und führt mich jetzt dahin. Und geht wieder eine Treppe runter, wo es aber auch hell ist. Die Treppe ist aber noch länger wie die eben. Also, ja, jetzt sehe ich eine, die auf der Folterbank geschnallt ist. Okay. Das sind alles möglicherweise Energiebilder, die vielleicht sogar aus anderen Szenen kommen, wo er beteiligt ist, symbolisch gemeint ist. Du schaust dich an, wenn du so willst. Ja. Du wendest dich dir zu und dann kannst du sie erlösen, wenn sie es erlaubt. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt zu ihr hin. Also sie liegt auch wieder so auf dem Tisch, auch wieder so ein X, Arme und Beine auseinander gezogen. So. Genau das gleiche. Ja, ich empfinde so eine Art Entspanntheit, obwohl das ja ein ganz schrecklicher Anblick ist so, aber irgendwie wirkst du entspannt auf mich. Du wartest nur darauf, abgeholt zu werden. So ist mein Eindruck. Ja, sie sagt, ja, richtig. Okay, kannst du mir sagen, zu welcher Szene du gehört hast? Sie sagt die von Tine. Ach, da habt ihr schon mal was aufgelöst. Ja, das war die, die ich ja bei ihr hatte. Ja, okay. Wir haben da nur einiges vergessen. Also wir haben nachher den Missbraucher nicht mehr gefragt, ob er das nicht mehr tut. Und habe auch nicht, also keine Kinder eingesammelt oder so. Okay. War das Rainer auch wieder? Ja. Ja, okay. Nee, dann ist es alles zueinander gehörig und stimmig. Dann machen wir da quasi jetzt eine Nacharbeit oder so. Also es war genau die gleiche Bettsituation, nur als ich da angekommen bin, war er wie so ein Werwolf und hat mich hier total zerfleischt und die war komplett tot. Ich habe ihren Kopf umgedreht und der hing nur so runter. Und als ich jetzt ankam, war sie ja schon taumelig. So. Ja, das heißt, also, du hast dort offensichtlich schon was ganz Wesentliches erlöst und jetzt haben wir einfach bis zur Erlösung gearbeitet. Ja. Ja, jetzt lösen sich auch die Energiebilder, Symbolbilder auf. Super, gut. Also war das eine Vorsession. Ja, also sie sagt jetzt auch, ja, kannst du mich jetzt hier runternehmen? Ja, jo. Kann ich. Dann ist Hexer gekommen, klar. Das ist lustig. Ja, und auch sie kann ich ganz leicht an mich aufnehmen. Toll, sehr schön. Ein gutes Zeichen. Es müsste ihm auch besser gehen, weil wenn du integrierst, verminderst du ja seine Schuld, wenn du so willst, ne? Seine Abspaltung. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Also zeitgleich, wie du es gerade gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, dass du auch du erleichtert bist, jetzt wo ich das einsammle und es besser wird. Also als wenn auch so eine Last von dir richtig so abfällt, oh, der geht's auch wieder gut. Ja. Es müsste sogar im morphogenetischen Feld in der Außenwelt auch so passieren. Gibt's den Mann noch? Ja. Oh, ja. Er ist Alkoholiker jetzt geworden. Oh ja, das passt natürlich gut. Du müsstest sogar im Nachhinein jetzt fragen können, was er gerade zu diesem Zeitpunkt erlebt oder gespürt hat. Er müsste eine Wechselwirkung spüren. Das ist ganz häufig so. Du verringerst seine Schuld, weil du ihn erlöst im morphogenetischen Feld. Es ist ja quasi nicht mehr geschehen jetzt. Es ist ja weg. Ja? Also hat es in seinem Gedächtnis es zwar noch abgespeichert, aber er steht ja auch in Wechselwirkung zum morphogenetischen Feld und das macht eine Spannung. In ihm ist nicht aufgelöst, dort ist es schon aufgelöst, also macht es eine Spannung. Also gibt es Impulse, er spürt irgendwas. Ja? Also ich habe ihn seit meiner Jugend habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass wenn ich da jetzt runterfahre, dass ich ihm irgendwie begegne. Ja, und irgendwie ist mir das auch ein Bedürfnis. Ja, das ich habe zwar tierisch Angst, aber irgendwie will ich es auch wissen. So. Das wäre die Rückkopplung im Außen und es ist auch gut, wenn du es machen würdest, weil das würde möglicherweise deine Angst weggehen, weil du würdest sehen, was für ein armes Arschloch er ist. Ne? Und dass er eigentlich unter sich leidet und er die dickste Bestrafung so hat. Letztendlich, ne? Ja. Das ist ja immer der Ausdruck dann. Weil er hat sich ja geschädigt. Er hat nicht nur dich geschädigt, er hat sich ja massiv geschädigt. Also er winkt mich jetzt so ran und sagt, komm mit, es gibt noch mehr. Ja. Okay. Also ich gehe jetzt noch wieder so einen Schacht mit ihm runter irgendwie. Und als wir jetzt in so einer Art U-Boot sind. Oh. Und da sind, also es ist wie in so einem Heizungsraum, da sind ganz viele Rohre. Und da sitzt eine kleine so in der Ecke und hat einen Klebestreifen auf dem Mund. Oh. Mhm. Oh ja. Ja, okay, du kannst jetzt rauskommen. Du musst da jetzt nicht mehr sein. Ja, guck mal, der Rainer, der ist jetzt in Ordnung. Der hilft uns jetzt. Und ich bin gekommen, um dir zu helfen. Und habe ganz viel Kraft mitgebracht und habe die Situation jetzt erlöst. Und du kannst jetzt da rauskommen. Du musst jetzt nicht mehr ruhig sein und deinen Mund halten. Hat der Rainer dir den Klebestreifen darauf gemacht? Ja. Gut, dann soll er ihn jetzt runter machen. Ja, dann mach du ihn jetzt auch runter. Ja.
Und damit merkt er, dass das Spiel zu Ende ist. Ja, er macht das ganz vorsichtig. Er will ihr überhaupt nicht wehtun. Super. Ah, genial. Ja. Freue ich mich. Ja. Ja, das zeigt nur, dass das Ereignis echt ist. Ja. Also sowas kann man sich nicht ausdenken, ne? Ja. Wow, hast du echt das geschafft. Freue ich mich richtig. Zeig's dir, der Klei. Guck mal, wie ja, ich freue mich richtig, dass du jetzt auch erlöst bist und dass er ganz vorsichtig mit dir umgeht und dass du das jetzt abnimmst. Ah! Ja. Cool. Ihr müsst dich auch freuen, ne? Ja, sie freut sich auch. Also sie kommt jetzt so ein bisschen ängstlich zu mir, aber ich kann dir gleich sagen, du brauchst jetzt keine Angst mehr haben. Guck mal, hat dir das ja jetzt abgemacht. Und am besten nimmst du auch einen Arm, ne? Ja. Ist klar. Und er ist jetzt auf unserer Seite mit. Der tut dir jetzt nichts mehr. Ja. Sie sagt, ja, wirklich? Ja, wirklich. Er hat diesem kleinen Mädchen den Mund verboten und du hast auch nie drüber geredet bis heute, wenn du so willst, ne? Mhm. Und deshalb sitzt sie auch heute noch im Keller und hält den Mund, klar. Entschuldige du dich auch nochmal bei ihr, damit sie das genau merkt und auch fühlen kann. Ja. Also er fällt auf die Knie. Und ist so richtig so unten an ihren Füßen, aber sie ist jetzt anders als die anderen beiden. Also sie ist so ein bisschen ängstlich und kuschelt sich so richtig an meine Seite ran. So. Ja. Ich möchte, dass du mir voll und ganz vertraust. Also sie schmiegt sich jetzt mehr an meine Schulter und guckt ganz lieb. Ja. Sind jetzt die Haupttraumen weg? Alle traumatischen Erlebnisse? Ja. Mhm. Wie alt ist sie etwa? Wie alt bist du? 7, sagt sie. 7, oh ja, dann kommt es ungefähr hin, ja. Also sie ist schon mehr Mädchen einfach. Also sie ist nicht so ganz klein wie die zwei, die ich da eben... Genau, weil wenn die 4 wäre, dann würde die zu dem Ereignis eben gehören. Aber wenn die 7 ist, dann ist es tatsächlich ein inneres Kind, dann ist die auch erlöst, ja? Also sie geht mir auch bis zur Schulter hier. Das innere Kind bist du. Das ist deine Lebendigkeit, das ist deine Lebensquelle. Das ist deine Grundenergie. Die hast du jetzt wieder, das heißt das. Wow. Das ist ja genial. Ja, das ist was ganz fundamental Schönes, ja, das stimmt. Du wirst manchmal einfach kindlich sein. Du wirst einfach Spaß haben und dummtoll. Und dann spürst du, oh, jetzt ist das innere Kind durch dich. Und jetzt bist du aber gerade keine Frau, sondern du bist das verrückte Kind, was ja auch geliebt wird. Ja? Und da, dass du keine Spaltung machst. Ne? Ja. Also das ist ja etwas, was sie noch nicht so kennt. Du warst ja eher sehr ernst. Und ja, sehr, ich war immer total erwachsen und muss immer... Ja. Ja, und damit war sie ja nie in deinem Leben. Und das kennt sie noch nicht. Und deshalb muss sie sich erst noch ein bisschen an dich gewöhnen. Wer bist denn du überhaupt, heißt das nämlich auch. Weil die weiß dich, kenne dich ja nicht so genau. Ja. Also kannst du dir richtig vorstellen, dieses Symbol in das Kind war einfach in dir gefangen. Durfte nicht da sein, war ernst, war zurückgesetzt und jetzt ist sie wieder lebendig und ist da. Deshalb ist die ja natürlich, die freut sich natürlich jetzt. Guck mal, wie der Mann, der Rainer, auf sie reagiert. Also der guckt ganz liebevoll, der hat richtig den Kopf so richtig. Ich vermute mal, der hat sogar das Kind irgendwie sogar geliebt oder gern gemocht oder sowas. Ich vermute mal, frag ihn mal. Hast du sie geliebt? Ja. Also das ist auch, also er sagt ja, also dass er mich ganz, ganz gerne gemocht hat. Das ist auch so, so mein Gefühl. Also eigentlich habe ich ein Gefühl, als wenn ich, also aus meinen alten Erinnerungen, dass ich gerne da gewesen bin. Von dem wusste ich ja alles nicht. Ja, das ist jetzt meistens immer so gekoppelt, weißt du? Und dann ist aus diesem Gerne haben auch so ein Stillhalten geworden, oder sich hingebe oder nicht einordnen kann. Ja, weil er war für mich da, er hat mir Aufmerksamkeit gegeben. Ja, und dann ankert sich sowas, sexueller Missbrauch, und da hat mich jemand liebt, und dann kannst du nicht mehr davon loskommen, weil dann, wie soll ich sagen, gehört es quasi zusammen. Wenn dich jemand liebt, dann kann er dich missbrauchen, wenn du so willst, weil es ist geankert. Und deshalb ist das natürlich kein freier Wille mehr. Und das müsste sich jetzt auch ändern, ganz grundsätzlich bei dir überhaupt. Du hattest doch noch ein anderes inneres Kind. Die Alisa, das war ja die, die den Missbrauch gemacht hat. Hol die doch mal herbei. Also sie kommt nicht mehr nackt, sondern ist angezogen. Okay. Also sie kommt ganz stolz. Also ich merke richtig so eine Energie, so ganz stolz und kraftvoll. Ja. Und reicht dir die Hand, wie so ein... Frag mal die Alisa, ob sie dein inneres Kind auch ist, ob sie das auch repräsentiert. Bist du auch mein inneres Kind? Nee, sie schüttelt den Kopf. Okay. Ganz deutlich. Also es ist so, wie als wenn sie ihr so geschäftlich liebevoll, also die Hand gibt so, so wie gut gemacht. Also sie hat überlebt, aber die Alisa hat irgendwie eine Aufgabe für das innere Kind übernommen, hat das quasi...
beschützt oder so. Ja, hast du mein inneres Kind beschützt, indem du einfach den Missbrauch erlebt hast? Oder da warst oder wie auch immer? Ja. Wo kommt sie her? Wo kommt sie her? Frag sie mal. Ja, wo kommst du überhaupt her? Sag das nochmal. Wo kommst du her? Sie sagt, aus dem Geistreich. Es hört sich für mich jetzt so ein bisschen undeutsch an. Ich weiß, was sie meint. Es ist nicht auszuschließen, ja. Also frag sie nochmal ganz konkret. Gehörst du in meine Energie rein? Gehörst du in meine Energie rein? Also sie sagt, nee, nicht so richtig. Und irgendwas zieht sie auch weg. So. Ja. Das ist deine Vermutung? Nee, das ist eine ganz klare Vermutung. Weil wenn es nicht dein inneres Kind ist, ist ja kein abgespaltener Anteil, ist es keine Funktionalität. Weil du hättest ja auch einen Anteil entwickeln können, der funktional ist. Dann ist das trotzdem deine Energie, die ist halt gespalten. Ja. Wenn sie aus dem Geistreich kommt, ist es fast so was wie so eine helfende Seele. Du hast irgendwie mal mit ihr offensichtlich Verbindungen von früher, aus früheren Leben oder keine Ahnung, wo das herkommt. Du hast sie dir geholt als Seele, so wie so ein kleiner Schutzengel, sag ich jetzt mal, der einfach für dich eine Funktion übernimmt, sodass du nicht mehr anwesend sein musstest. Also fast sowas wie eine Fremdseele. Fremdseele klingt ein bisschen heftig. Ich würde eher sagen, wie so ein kleiner Schutzengel. So eine Funktion hat sie. Weil sie wusste jederzeit, dass sie nur da sein braucht, wenn du missbraucht wirst. Das muss eine ganz konkrete Aufgabe gewesen sein, die sie übernommen hat. Frag sie mal, ob das stimmt. Also ist das so eine Aufgabe, die du für mich mit übernommen hast? So als wie so eine Helferin? Oder wie so eine Art Fremdseele? Also sie hat erst den Kopf genickt und dann geschüttelt. Weil ich vermute mal Folgendes, wenn es eine Fremdseele wäre, weil da schüttelt sie bestimmt den Kopf, weil dann würde sie dich vollkommen besetzen, weil dann wäre sie ständig da, dann würde sie durch alles hindurchleben. Sie schüttelt ganz doll den Kopf bei Fremdseelen. Genau, das ist sie nicht. Ne? Und wenn sie dann nur da ist, wenn du missbraucht wirst, dann hat sie nur diese beschützende Aufgabe, sowas. Dann hat sie mehr so eine Engelfunktion, sag ich jetzt mal. Also ich habe jetzt auch mal eine Frage an Sie, weil ich habe ja dieses Tierbotenbuch. Ja. Und ich bin eine Zeit lang, also vor dem ganzen Prozess, bin ich tierisch oft Raben begegnet. Ja. Und das bedeutet einfach, dass eine andere Seele eine Botschaft für mich hat. Ah ja. So, und ich würde jetzt gerne mal wissen, ob du das einfach warst, das, was ich aufmerksam machen wollte bei mir. Also sie nickt schon den Kopf so. Also so ein bisschen unsicher, aber sie nickt auch den Kopf. Und in mir ist auch so ein Gefühl wie, weil ich habe mich immer gefragt, wer soll das sein? Welche Seele soll denn irgendwie Kontakt zu mir aufnehmen wollen? Ja. Weil das war ganz oft und ich bin sogar mal von zwei Raben angegriffen worden so. Ja. Und das war bevor ich von diesem Missbrauch erfahren habe, vor der Energiewoche. Ja. Also du bist kein abgespaltener Teil von mir. Nein, sie schüttelt. Okay. Und dann bist du also sowas wie eine Helferin zu mir gekommen, zu diesem Thema. Und wenn ich dieses Thema jetzt bearbeitet habe, also wenn es komplett weg ist, bist du dann auch bereit, mich wieder zu verlassen? Also sie nickt den Kopf, das ist mir jetzt ja fast ein bisschen gespenstisch. Nein, das ist super, das ist genau präzise richtig, dann ist es okay so. Das ist super, das ist ganz toll. Das heißt also, wenn sie dich verlässt, hast du alles aufgelöst, weil so früher geht sie nicht. Dann könnte man sie sogar fragen, ob du alles erlöst hast und sie wäre quasi so eine übergeordnete Instanz, ob du alles aufgeräumt hast. Das ist ganz toll, ganz wichtig. Ja. Also wir haben in ihr eine übergeordnete Instanz, wer dich auch alles missbraucht hat. Und du kannst sie jetzt sogar fragen, ob es nur der Rainer war. Dann wirst du es hören. Ja, war es nur der Rainer? Also ich will das zwar nicht, aber sie schüttelt jetzt den Kopf. Okay, dann heb mal die Finger, wie viele Männer das waren. Also sie zeigt mir, ich dachte erst zwei, aber sie zeigt drei Finger, aber mir fällt es jetzt schwer zu glauben. Nee, das ist dann dein Stiefbruder und dein Stiefvater, ne? Ja. Ja, die hatten wir ja alle drei. Und das ist jetzt quasi eine Kontrollfrage, ob das wirklich alles autonome Personen waren und nicht irgendwelche Überlagerungen. Ja, ich habe gedacht, das wären Überlagerungen. Nee, offensichtlich nicht. Also nochmal, habe ich dich gerufen? Ja, sie nickt den Kopf. Ja, ist klar, das ist immer so. Die kommen nicht freiwillig, die kommen immer nur auf Bitten. Ihr kennt euch von früher Leben. Kannst du fragen, wenn du willst. Ja, kennen wir uns. Also ich finde es. Kennen wir uns schon aus früheren Leben? Ja, also sie sagt jetzt so, also sowas Ähnliches wie,
Ja, weiß ich nicht, als wären wir Schwestern oder ja, genau. Irgendwie sowas total. Ihr wart seit Freundin, ja, ist doch klar, logisch. Wie würde dir sonst so helfen? Jahrelang total würde ich da sein, ist doch klar. Enge Freundin, Schwester, alles sowas ähnliches, ja klar. Ja, also, du gibst mir auch so ein Gefühl wie, du würdest dein Leben für mich lassen. Ja, ganz klar, hättest du auch gemacht. Heftig. Du warst nicht allein, hast das. Also bist du auch eine Seele, die auch manchmal hier runter auf die Erde geht? Ja, also sie macht jetzt so... Ihr habt bestimmt schon einige Reinkarnationserlebnisse. Also euch. Du warst schon mal auf der Erde. Ja, bestimmt. Ja, also sie sagt ganz klar, ja. Ja, klar. Ihr müsst euch ja irgendwo kennen. Ja, das ist verrückt, das ist phänomenal. Naja, eine Seele hat dir geholfen, das ist tatsächlich so. Bist du denn bereit, jetzt schon zu gehen? Weil ich merke nämlich eben, als ich schon darüber nachgedacht habe, dich das zu fragen, kommt doch gleich so ein bisschen, oh nein, dann bin ich ja ganz alleine. Also so, wenn du weggehst, ich habe einfach Angst davor, wenn du mir jetzt sagst, du bist bereit zu gehen, oder ich sag dir, du sollst gehen, ich habe einfach Angst davor, wenn du weg bist. So. Weil ich habe das Gefühl, dass du die warst, die mir eigentlich die Kraft gegeben hat. Ja. Ja, sie nickt den Kopf, das macht mich auch gleich schon ein bisschen traurig. Ja. Ist es denn überhaupt schon so weit, dass du gehen musst? Eigentlich will man das ja, ne? Oh. Ist es denn schon so weit? Also sie nickt den Kopf, aber mein Gefühl eigentlich ist, da fehlt noch ein bisschen was. Also ich merke schon, also wie eine Trauer in mir aufsteigt, wenn ich nur an... Also ich glaube, ich bin todtraurig, wenn sie geht. Das kann sein, ja. Aber auch das ist ein Loslassen, der dann als nächstes deine eigene Energie hochholt und eine Freude kommt dann als nächstes. Auch das ist ein Prozess, der gehört dahin. Letztendlich hast du jemanden gehabt, der ganz intensiv für dich da war, der dich auch gerettet hat. Und da kommt eine Traurigkeit auf und dann kommt eine tiefe Dankbarkeit und dann kommt eine Lebensfreude. Also so wirst du es wahrnehmen. Ja, es ist doch, also ich spüre so eine ganz tiefe Liebe von dir. Das ist unglaublich. Genau, ja. Ich sage, das ist unglaublich. Ich empfinde das wie ein Wunder, wie ein Geschenk Gottes. Ja, ist es auch. So. Das ist auch im besten Sinne des Wortes. Ja. Da ist wirklich etwas Überirdisches, was dir hilft. Ja, wirklich so. Und was dich auch erleben lässt, dass du nicht alleine bist. Weil wir sind nicht alleine. Wir sind mit allem in Verbindung. Natürlich sind wir autonom und individuell. Aber in so einem Fall, wenn du Hilfe brauchst, ist offensichtlich Hilfe da. Mhm. Und zwar so, dass du überlebst, dass du es schaffst, dass du es hinkriegst. Ja. Bring doch jetzt die beiden nochmal zusammen. Ist doch mal ganz spannend. Ihn auch. Ja, wir stehen da alle zusammen unten in diesem... Ach so, der hat es die ganze Zeit gehört auch. Ja, ja. Ah ja, guck mal, wie die beiden aufeinander reagieren jetzt. Die lachen sich an. Ah ja, wow. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das ist dann wirklich ein Zeichen von der Lösung. Wow. Ja, das ist echt toll. Das ist super toll. Ja, das ist wirklich toll.